Aufgrund der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie und der sehr schwierigen Situation vieler Künstler hat die Stadt Lampertheim ein Angebot für Künstler und Interessierte geschaffen. Kulturkommunal der Stadt Lampertheim präsentiert ein Projekt aus der Reihe 30 Minutes for Culture. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hingucker. Rolf, mach's kurz. Okay. Ton? Ton läuft. Kamera? Kamera läuft. Viel Spaß Ihnen beim Hingucken und den Künstlern ein gutes Gelingen. Guten Tag, meine Damen und Herren, alle Jahre wieder. Ich freue mich, dass ihr alle erschienen seid, trotz der Corona-Pandemie, aber gemeinsam schaffen wir das. Und nun möchte ich gerne der Stadt Lampertheim, ganz besonders unserem Rolf Fächer danken, der das ermöglicht hat, dass wir dieses heute machen dürfen. Ich denke, das ist eine bleibende Erinnerung, dass für uns alle uns das später noch gedenkt, was wir in dieser schwierigen Zeit alles durchmachen. Nichtsdestotrotz, wir werden das gemeinsam schaffen. Und jetzt will ich euch als erstes einen Witz erzählen, bevor wir überhaupt richtig losmachen. Und zwar habe ich heute Morgen, der Kinder, habe ich die Rollewickel angehatte. Der Morgenrock, oh, die Schlappe, mein Milduden ausgerinnt, weil die Millabfuhr gekommen ist, habe ich zu dem Mann gerufen, bin ich zu spät? Und er gesagt, na, springen Sie noch neu. Und nun möchte ich gern unseren Thomas Werner auf die Bühne bitten. Ach Gott, auf die Bühne, sei egal, jetzt möchte ich unseren Thomas Werner bitten, dass er für uns ein Lied parat hat. Alles. Ja, hallo, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Schön, dass ich auch dabei sein kann. Und was gibt es in dieser Zeit eigentlich für Männer an Themen? Natürlich die Frauen. Und was mögen die Männer an Frauen? Natürlich was zum Ohrpacken. Stimmt's? Stimmt. Stimmt. Und ich habe so ein paar Kumpels, wenn wir als uns in der Kneipe treffen, als wir es noch gedäfft haben, haben wir uns getroffen und jeder hat gesagt, was er seiner Frau so auf Geburtstag gekauft hat. Und der Esche gesagt, ich habe meiner Frau etwas gekauft von 0 auf 100 in 7 Sekunden. Und er hat gesagt, ein Porsche. Und der Zweite gesagt, das ist gar nichts, ich habe meiner Frau ein Geschenk gekauft. Von 0 auf 100 in 5 Sekunden. Ein Ferrari. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, was ich meiner Frau gekauft habe? Von 0 auf 100 in einer Sekunde. Dann habe ich gesagt, was kann das sein? Ein Naivo. Hallo. Toll, ja. So, und deswegen singen wir jetzt zusammen ein schönes Lied. Und Sie sind erst schon eingeladen, zu Hause an den Bildschirmen mitzuschungeln. Denn das Lied handelt genau von dieser Art Mädchen, nämlich die dicken Mädchen. Ja. Dicke Mädchen haben schöne Namen, heißen Tosca, Rosa oder Carmen. Dicke Mädchen machen mich verrückt. Dicke Mädchen hat der Himmel geschickt. Ich hab da so eine klitzekleine Schwäche, zu der ich voll und ganz und ehrlich steh. Bei mir da tanzen die Hormone Mambo, wenn ich nur dicke Mädchen seh. Ob im Norden, Süden, Osten oder Westen, dicke Mädchen sind einfach die Besten. Dünne Mädchen wollen immer Blumen, schade, aber
aber dicke wollen immer Schokolade. Dicke Mädchen haben schöne Namen, heißen Tosca, Rosa oder Carmen. Dicke Mädchen machen mich verrückt, dicke Mädchen hat der Himmel geschickt. Dicke Mädchen können besser singen, weil ihre Körper einfach besser klingen. Dicke Mädchen sind die Idealen, selbst Rubens wollte keine anderen malen. Dicke Mädchen haben schöne Namen, heißen Tosca, Rosa oder Carmen. Dicke Mädchen machen mich verrückt, dicke Mädchen hat der Himmel geschickt. Dicke Mädchen haben ein großes Herz für Männer, so eine Sumo-Frau wär eigentlich der Renner. Dicke Mädchen haben schöne Namen, heißen Tosca, Rosa oder Carmen. Dicke Mädchen machen mich verrückt, dicke Mädchen hat der Himmel geschickt. Dicke Mädchen haben schöne Namen, heißen Tosca, Rosa oder Carmen. Dicke Mädchen machen mich verrückt, dicke Mädchen hat der Himmel geschickt. Dicke Mädchen hat der Himmel geschickt. Mein lieber Thomas, herzlichen Dank für das tolle Lied. Passt so richtig rein, dass wir alle ein bisschen lockerer werden. Ich bedanke mich. Bitteschön. Herr de Mollerleid, ich muss euch noch was sagen, bevor es weitergeht. Als Lamberte 13.000 Einwohner hatte, haben wir 24 Metzgereien in Lamberte. Ela 5 im Falderweg. Heute hat Lamberte 33.000 Einwohner und wir haben noch 2. Und warum? Weil sie alle Flohsamen und getrocknete Rehwärme essen, damit sie auf der Wischlei übernachten können. Guckt euch doch mal unseren Bäuermarsch da den Sterme an und unseren Kulturamtsleiter Rolf Fischer, der sind doch 2 Hungershoge, seid doch mal ehrlich. Wenn der nächste Sturm kommt, muss man den ein bisschen leise in der Hose sagt, dass sie nicht fortfliehen. Aber guckt mich schon mal an. Unser Vater hat immer gesagt, esst und trinkt, da seid ihr auch gut drauf. Und wenn das kleine Haufen da nicht mehr langt, machen wir das große auf. Und jetzt gehen wir zu unserem Umzug, zu einem anderen Sache unseres Umzuges. Haben wir uns was einfallen lassen. Ich darf bitten, auf die Bühne unsere Gruppe für den Umzug zu Hause. Hallo, liebes Publikum. Dieses Jahr ist alles anders. Corona betrifft uns alle und schränkt uns auch alle ein. Deshalb ist unsere Gruppe auch etwas kleiner. Ich bedanke mich ganz herzlich, die Möglichkeit zu haben, heute von dieser Bühne zu euch sprechen zu dürfen. Wir haben uns für euch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir wollen unseren Fastnachtsumzug, so wie er normalerweise durch die Lambertheimer Straßen geht, mit euch zusammen machen. Wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich. Aber als erstes müssen wir unsere Ehrenpräsidentin, die Margit, am Amtsgericht positionieren. Geht's los? Seid ihr all aufgestellt? Ja.
Ah, die Uhrzeit schreitet voran, bald ist Fettsüher 1. Ihr macht jetzt daheim alle mit, ihr stellt euch auf, alle im Hausflur, als täten wir unseren Umzug gleich starten wollen. Ne? Aber bevor der Umzug losgeht, 14.01 Uhr, erstmal Prost. Klatscht einmal, allein, ich hör doch das so gern, wenn da klatscht. Klatscht einmal, bitte. Alles ein bisschen verhalten in Corona-Zeiten. Ja, ne? Wir so, wollen ja. Corona. Wir starten unseren Umzug und unsere erste Position wird sein das Gästeklo. Und da guckt der Neue, falls auch noch drin hockt, erstmal zu prosten. Ne? Prost! Prost! So. Und dann geht's weiter durch die Wohnung. Dann lauft er mit eurem Umzug, lauft er ins Esszimmer und dreht richtig die Musik auf, als die der Waage vom Trüllfahrrad oder von der Fantasy neben euch stehen, damit er die Nachbarn hören, dass Umzug ist. Ah, das stockt ein bisschen. Da kann ich mal noch was erzählen. Erzähle mal was. Also, Herr Kinder, ich wollte ja mit meinem Mann eine Verjüngungskur machen. Und da bin ich in die Apotheke gegangen und habe den Apotheker gefragt, was er meint. Ach, er hat gesagt, liebe Frau, was soll ich Ihnen dann da geben? Es wird das Beste sein, ich gebe Ihnen das Fläschchen und dann nehmen Sie oben mit dem Mann 5 Truppe. Ah, bin ich heim, habe ich gesagt zu meinem Mann, weißt du was, wir nehmen gleich die ganze Flasche. Ja, das haben wir gemacht. Nachts wache ich auf, renne aufs Klo. Und wie ich zurückgekommen bin, habe ich zu meinem Mann gesagt, hast du das gesehen, wie ich gesprungen bin, wie ein 18-Jähriger? Hat er gesagt, das ist noch gar nichts, ich habe ins Bett geschissen wie ein 3-Jähriger. So, jetzt geht's wieder weiter, die sind wir da. Allah. Ja. Wir haben uns im Esszimmer, wie gesagt, versammelt. Die Musik ist laut, die Musik nehmen wir mit. Und wenn vorhanden, laufen wir über die Terrasse oder über den Balkon und rufen drei donnernde, hey, lau, hey, lau, hey, lau. Spätestens dann wissen die Nachbarn auch, in Lamberte ist Umzug. Weiter geht's dann mit einem kleinen Imbiss. So ein Umzug, da braucht man auch eine kleine Wegzehrung. Ne? Ihr kennt es ja alle, Bonbons, Kreppel, Popcorn, was man halt so findet auf so einem Umzug. Und wenn ihr nichts da habt, geht am Kühlschrank vorbei, macht die der auf und wenn Licht brennt, kehrt er ein. So. Dann. Alles gut, alles gut. Wird jetzt auch schon ein bisschen später da, der Umzug, da kann da mal was ausfallen. Weiter geht's dann durch die heimische Garde. Und schön durch die Garde laufen, hellau rufen, alle begrüßen. Falls ihr keine eigene Garde habt, lauft da bitte durch die Garde vom Nachbarn. An Fasnacht, wisst ihr jo, ist immer alles erlaubt in Lamberte. Stockt da wieder jetzt? Ja, darfst auch mal wieder was erzählen. Da. Also hört mal, am heiligen Feiertag hat uns an Hans-Peter Götz die Straße gekehrt. Ist der Pfarrer vorbeigekommen, hat er gesagt, Herr Götz, was machen Sie denn da? Heute ist doch Himmelfahrt. Hat er gesagt, entschuldigen Sie bitte, Herr Pfarrer, aber ich fahre nicht mit. So, vom Garde, wo es dann auch ziemlich kalt ist, gehen wir wieder neu ins Haus, zurück in die Küche und ins Wohnzimmer. Dabei ist ganz wichtig, dass ihr Unmenge von Konfetti verteilt, damit das auch noch 3 Wochen später gesehen ist, dass der Umzug war in Lamberte. Und nicht vergessen, immer auch noch trinken. Prost! Prost! Macht mit, der Leid macht mit. Ja. Mal Stimmung kommen. Und vergesst nicht, wir haben nichts zu verschenken, es wird Kornklopapier geworfen, ne? Am Schluss von so einem Umzug ist es ganz wichtig, dass wir uns alle noch mal treffen zu einem gemeinsamen Umtrunk im Wohnzimmer. Lass es uns gut gehen, feiern noch mal zusammen, jeder daheim mit seiner Familie. Und es wäre unheimlich schön, wenn ihr das Ganze, wie ihr das daheim macht, uns mitteilen würdet. Das heißt, am besten, ihr stellt euch da auf, ihr stellt eine Kamera hin, ihr filmt das Ganze und schickt uns das dann zu. Heute geht es ja da über Facebook und Instagram und so. Das sind alles so Sachen, die kann ich nicht so, aber ihr könnt es und verlinkt uns da drauf. Das ist ganz wichtig. Ja? Ich bin da nicht so firm. Ich habe neulich erst da mit meiner Alexa wieder da Diskussion gehabt. Ich habe gesagt, ach Gott, Alexa, fahr zur Hölle. Da sagt die, ihre Route nach Bürstadt wird berechnet.
Jawohl! Vergesst man nicht, es sind schwere Zeiten für Vereine. Wir haben weiterhin laufende Kosten, keine Einnahmen, aber am allermeisten fehlt ihr uns, unser Publikum. Wir vermissen euch unheimlich, mit euch zusammen zu feiern, mit euch zusammen zu sein. Und wir hoffen, dass man mit dem kleinen Umzug im Wohnzimmer bei euch daheim ein bisschen zusammen sein können und gemeinsam feiern können. Habt vielen Dank und hello! Hello! Lieber Vize und Gruppe, ein herzliches Dankeschön und bitte Ausmarsch. Ja, der Umzug hat wieder gestockt. Jetzt können wir noch mal ein bisschen weitermachen. Und zwar wollte ich euch noch erzählen, unsere Tante Magda hat Geburtstag hatte. Wenn man zusammengezählt, dieser Ruf kommen 16, 13 Leute. No, 13 Leute bringen Unglück, wir müssen die Feier abbrechen. Noch habe ich gesagt, Tante Magda, da gehst du nun auf die Straße und hältst noch einer dazu. No, das hat sie auch gemacht, sie ist nun gegangen, ist einer gekommen. Sie hat gesagt, entschuldigen Sie bitte. Gehen Sie mit mir nuff, Sie wären der 14. Horror gesagt, mit der gehen die Schnitt nuff, wenn ich der Erste wäre. Und jetzt habe ich die ganz besondere Freude, unseren ersten Stadtrat Marius Schmidt auf die Bühne zu bitten. Hallo, lieber Marius. Hello, liebe Marius. Ja, hello. Muss ich mich verbeugen als erster Stadtrat oder können wir ganz locker vom Tisch sprechen? Nein, wir können das ganz locker ganz vom locker Tisch machen. Das Amt hat gewechselt, der Jawohl. Mensch ist aber der gleiche geblieben. Also Wie geht von es daher. Dir? Gut? Mir geht's gut, ja. Die ersten Tage bei der Stadt sind geschafft ja. und die geht's Kolleginnen und Kollegen sind sehr, sehr nett und wir nehmen uns jetzt schon die nächsten Projekte vor. Um das Leben nach der Pandemie schon mal zu organisieren. Das Beste ist immer, man hat Pläne in der Schublade, die man dann rausholt, ja. sobald es wieder geht. Und darauf freuen wir uns ja alle, ja. wenn wir wieder Kultur live und nicht nur per YouTube erleben dürfen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du das mit uns unterstützt. Denn ohne Fasnacht, weißt du ja, sind wir ganz, ganz deprimiert alle. Aber ich denke, im nächsten Jahr sind wir alle wieder da. Ne? Ja, ich glaube auch... Die Fasnacht gehört zu Lambertheim. Aha, gut. Und das ist ganz, ganz fest in unserer DNA auch drin. Aber ich finde, irgendwo passt es ja. Wir gehen jetzt mal mit einem längeren Anlauf ins Schnapszahljahr 2022 und dann freuen wir uns, dass wir es dann doppelt sagen. Krachen lassen. Durchhalten, diszipliniert, das machen wir auch. Also, hast du ein bisschen was für uns, lieber Marius? Ja, aber natürlich, liebe Närrinnen und Narralesen, ich freue mich außerordentlich, zumindest mal per Videogruß in diesem Jahr zur Fasnacht auftreten zu dürfen. Und ich habe es zur Margit schon gesagt, die Fasnacht gehört ganz, ganz fest zu Lambertheim. Und in diesem Jahr haben wir es halt mal mit einer besonderen Kampagne zu tun. Ich persönlich bin der Meinung, es ist die ausgefallenste aller Zeiten, denn es fällt alles aus, von Lindwurm über Prunksitzung bis hin zum Rathaussturm. Und ich habe ganz ehrlich mal ein bisschen in den Annalen geguckt. Die letzte Fasnachtskampagne, die voll ausgefallen ist, war im Jahr 1991. Ja. Das ist ausgerechnet mein Geburtsjahr. Aber ich schwöre, ich bin für vieles verantwortlich neuerdings in dieser Stadt. Aber für den Golfkrieg und für Corona kann ich dann doch nichts. Und ich hoffe, dass ich nicht der Seuchenvogel war, der euch in diese Zwangspause geschickt hat. Insofern, Politik und Fasnacht gehört auch ganz gut zusammen. Politiker schmücken sich ja gerne mit Hoheiten. Sie gehen gerne auf Prunksitzungen. Und insofern sind wir im Moment auch ganz angenehm für die Bevölkerung zu ertragen. Denn, sind wir mal ehrlich, uns gibt es im Moment nur auf dem Wahlplakat und da sind wir geräuschlos und leicht zu entfernen. Ja. Der beste Platz, den man sich für einen Politiker vorstellen kann. Und damit wir eben mit diesem längeren Anlauf 2022 dann im Schnapszahljahr richtig gut feiern, habe ich dir mal was mitgebracht. Dieses Jahr ausgefallen ist ja der närrische Rathaussturm. Ja. Und insofern dachte ich mir, da ich eurer Stadt den Rathausschlüssel bekommen habe,
habe ich ihn dir hier mal ganz offiziell mitgebracht. Bevor du mir aber nicht nur wegen des Abstandsgebots, sondern auch in Vorfreude zu nahe kommst, gilt in diesem Jahr eben das Motto nur gucken und nicht anfassen. Und in 2022 geht es dann wieder los. Wir werden das Rathaus verteidigen. Ob ihr gewinnt oder wir, das sehen wir dann im Januar 2022. Hoffentlich virenfrei in diesem Sinne. Bleibt alle schön gesund und auf eine gute Kampagne nächstes Jahr. Lieber Marius, ich bedanke mich ganz herzlich. Du weißt ja, Wahljahr, normalerweise wäre auf unserer Punktsitzung alle Politiker da gewesen. Das ist einfach so. Aber ich hoffe, dass sie uns auch im nächsten Jahr zum Aufpushen unserer Fastnacht wieder die Treue halten werden. Bist ein bisschen mit, Marius, muss ich sagen. Viel Sache, gell? Viel. Aber jetzt mach mal mit uns ein bisschen mit und du wirst sehen, das klappt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mitgemacht hast und immer da bist für uns. Dankeschön. Und Kapelle bitte ausmarsch. In diesem Sinne ein leises Hello. Und jetzt ist es mir eine ganz große Freude, liebe Leute. Sie sind ja alle hier da, aber das Jahr habe ich mein Lieblings-Elfarät vom CGT eingeladen. Den Steffen Getz und den Andreas Cash, die sind extra gekommen, weil wir an Nizza und Umzug hatten, hin, wie wir es gewöhnt sind. Also, ruf zu mir bitte, Steffen und Andreas. Laut. Hello, rufen a mehr vom CGT, ein Jahr ganz ohne Fasnacht, das wär nit schä. Ka Sitzung, der Lindwurm nur so ein bissel wie jetzt do, das ist für uns schwer zu ertrag. Aber zum Wohle aller müssen mehr do des Jahr all minana dorsch, das ist jo klar. Wir feiern gern und uns Blut, Herz, aber wir nehmen uns do jetzt auch nicht zu wichtig. Wir denken an die Leid, die viel verloren hin, oder noch bangen, die trifft es richtig. Drum machen wir für uns das Beste draus und feiern ein bisschen im ganz kleinen Kreis mit unseren Freunden hier vom CC Rot-Weiß. Blau. Für euch gibt's uns das Jahr leider bloß über die Flimmerkiste in digital. Aber mehr fragen uns, dass sowas überhaupt möglich gemacht wird, hier im Schwanesaal. Du mitmachen zu dürfen, fragt uns deshalb auch wirklich wie Bulle. Aber wie hätschen auch zu unsere liebe Margit Norsa solle? Gut, sehr gut. Was er do jedes Jahr für die Lamberter Fastnacht macht, ist schön zu sehen. Und solange es so engagierte Leute gibt, wird die Art die Bachgas nicht runtergehen. Deshalb blicken wir optimistisch noch vorne und fragen uns auf die Fastnacht nächstes Jahr. Hoffentlich wir mit euch alle zusammen. Ja, davor reisen wir uns jetzt all noch mal zusammen. Es ist zwar kein Traum, des Jahr hast halt mal für all Fasnacht daheim. Drum sagen wir euch, ihr liebe Narre und Narralese, macht auch eher das Beste draus und gebt euch keine Bläse. Jetzt haben wir aber wirklich genug gebabbelt und uns auf der schönen Bienen einer abgezappelt. Zum Abschluss wollen wir euch noch mal ein schönes Hello zuwinken und ein leckeres Bierchen oder ein Sekt. Du dazu da drunter trinken. Kannst du zum Glück auch mit Abstand trinken. Hello. Hello.
Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr überhaupt da seid und gekommen seid. Aber Spaß, das ist, wir gehen auf zusammen. In der Fasnacht sowieso. Aber eins muss ich euch noch sagen: abgenommen hätte er nicht. Also, du da euch gut also halte, trotz Fasnacht und Pandemie. Das ist ja wichtig, Herr Kinder. Und wenn alles klappt, Herr Kinder, sehen wir uns nicht nur wir beim Lindwurm. Und das ist schon mal toll. Herzlichen Dank und bitte Abmarsch. Vielen Dank dir, Margit, und im CC Rot-Weiß. Ja, danke. Ich hätte mal schnell mal nasputzen müssen, dass ich euch besser sehe, wisst ihr, darum. Also, und jetzt, Herr Kinner, erwarte mir den Lambertheimer Italiener, den Helmundo. Er erzählt von seiner Reise nach Paris. Ja, ja. Schon fertig von der Fehler. Ja, die Reise von Italien, von Rom, von Mailand nach Paris. Musik ab und ihr zu Hause klatscht schön mit. Auf geht's! Und die Hände nach oben. Pigalle, Pigalle, so heißt die große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man Türken, Perser, Inder und Chinesen. Wer auf der Welt was auf sich hält, ist da gewesen. Pigalle, Pigalle, so heißt die große Mausefalle mitten in Paris. Oh la la, ich bin da in der herrlichen Stadt an der Seine. Oh, ich finde Paris ja so schön. Doch heute Nacht hab ich was Tolles gesehen. Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man den in Deutsche, Schweizer und nach Schweden. Alle mit, denn in Paris. Oh, Margit, wir klatschen alle und wir singen. Und jetzt klatscht mal. Dem sag ich Bescheid. Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Das sind Menschen aller Nationalitäten. Es holen Franken, Dollars, D-Mark und Peseten. Pigalle, Pigalle, so heißt die große Mausefalle mit. Das war unser allerrunder Helmut Weh. Wer kennt ihn? Dankeschön. Gruß nach Hause. So, und jetzt kommen wir mal zum Schluss, meine Damen und Herren.
Der Umzug ist jetzt vorbei und jetzt darf ich alle Beteiligten noch mal auf die Bühne bitten. Und zwar bitte ich nun unsere Gruppe, die den Home-Umzug gemacht haben, bitte auf die Bühne, Herrn Thomas Wörner, Rita Ehrgang, unser Vizepräsident Holger Braun, unsere Freunde des DGT Lambertheim, Steffen Götzen, Andreas Kirsch und unser Helmut Mehl, unsere zweite Vorsitzende Cecilia Litters und Ilonka Grosch sind leider verwirrt. Und den Herrn Stadtrat musste leider weg, der Marius Schmidt. Es tut mir leid, dass sie alle nicht da sind. Ein Dank auch an unseren Kulturamtsleiter Rolf Hescher, der das ermöglicht hat. Vor allen Dingen Helmut B. und Hans-Peter Stoll, die dieses ausstrahlen würden. Ein herzliches Dankeschön und bis zum nächsten Jahr. Drei Donnernde, hey! Hey! Jetzt steht ich das gerne noch sagen. Ja, ja. Steht jetzt ins Corona. Ohne Musik. Ihr wisst ja alle, dass wir eine schwierige Lage haben. Und deshalb haben wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen. Corona hat uns ausgebremst. Die Fastnacht, die fällt aus. Der Frohsinn wird grad eingegrenzt. Wir bleiben all zu Haus. Doch nächstes Jahr, nun gebt fein Acht und habt nur Geduld. Ist wieder da die Fastnacht. Die war doch gar nicht schuld. Die Fastnacht ewig bleibt bestehen. Sie darf und wird nie untergehen. Heile, heile Gänschen. Bis zum nächsten Jahr. Hello!